Meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben heute vor, mal die Pizzarette auszuprobieren. Die dürfen wir nämlich großzügigerweise ausprobieren. Und ja, Pattys Schwester ist dabei. Alle kriegen mit, dass ein Video gemacht wird. Und komm her. Ja. Bleib hier! In the dark we stand apart. We never see that the things we need. Genau, Patty ist jetzt gerade kurz einkaufen, Sachen für unsere Pizza, denn wir müssen ja auch irgendwas drauf machen. Und dann werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie das funktioniert. Ich kann die Pizzarette eigentlich schon mal suchen und rausholen. Genau, und die Kinder haben eigentlich bis gerade eben noch am Sandkasten gespielt, aber irgendwie sind sie jetzt alle hier drin. Weitermachen! Genau, und deswegen würde ich mal schauen, wo die Pizzarette jetzt eigentlich ist. Weil ich habe sie eigentlich gar nicht weg. Der Paddy hat die irgendwo hin aufgeräumt. Und der Paddy räumt immer zu gut auf, dass man nichts findet. So, das ist also unsere Pizzarette. Oder Pizzarette. Aber da man bei Raclette auch nicht Raclette sagt, denke ich mal, das heißt Pizzarette. Genau, und das packen wir jetzt mal aus und schauen, was da so drin ist. Weil aufbauen können wir das ja schon mal, auch wenn die jetzt noch eine Weile brauchen. Da haben wir zum ersten Mal diese Schäufelchen. Da wird dann später die Pizza draufkommen. Und das sind 6 Stück. Das heißt, es reicht genau für uns. Dann haben wir hier das eigentliche Herzstück dieser Maschine, würde ich sagen. Aufpassen. Das hole ich jetzt mal raus und gucke, dass wir irgendwo vielleicht auch genug Strom haben. Einen längeren. Ja, gell? Oh ja, übrigens, der Nagellack, den habe ich von meiner Mama bekommen. Und der ist so schön und der passt zu meinem Oberteil heute. Ich habe ein Latte, ich bin glücklich. Und hier drin ist schon der Teig, den der Thermomix gemacht hat. Nein, den ich natürlich gemacht habe. Ja. Und der soll eigentlich eine Stunde gehen, aber so lange wollen wir jetzt nicht warten. Das ist nämlich wirklich dann ein bisschen spät. Schauen wir halt mal, was der da macht. Und anscheinend schmeckt er schon gut, weil Paddy kann es irgendwie nicht lassen, alles zu probieren. Und hat ihn schon probiert. Ja, diesen Kuchen, der ist so lecker. Ich liebe den und ich hatte so Bock drauf. Und der Paddy hat mir mitgebracht, da habe ich mich gefreut. Jetzt halt dein Schnabel. Genau, ihr seht es nochmal. Oliven, Shrimps, dann haben wir Thunfisch, Zwiebelringe, Schinken und hier eben mal ein bisschen Creme Fraiche. Und da die Pizzarette. Und ich bin so, so gespannt, wie das schmecken wird. Ob das wirklich wie so eine richtige Pizza ist. Und ja, also ich stelle es mir auf jeden Fall total schön vor, die Idee. Hier haben wir Pilze. Dahinter haben wir Käse. Dann haben wir hier natürlich Salami. Das darf bei Kindern so gut wie nie fehlen. Genau, und jetzt warten wir einfach, bis der Teig ein bisschen gegangen ist, weil so lange wollen wir nicht gehen lassen. Ich mag das eh nicht so, wenn das so hefig ist. Und dann geht's los und ich freue mich. Und oh, ich könnte am liebsten das ganze Zeug schon jetzt essen. Ich habe so Hunger. So, der Teig hat gerade so reingepasst und ich werde den jetzt mal flach machen und dann geht's los mit Pizzi. So, den Teig habe ich schon mal drauf gemacht und jetzt dürfen die Kinder sich's belegen, wie sie wollen. Also ich würde zuerst mal Tomatensauce drauf machen, Finn. Lass es mal da, nimm lieber deinen Teller mit und geh rum. Video? Warte, ich mache euch vielleicht kurz die Tomatensauce drauf. Ha? Mhm. Yum. So. Jetzt, was willst du drauf machen? Okay. Salami oder was auch immer. Jamie, du kannst ja auch eins nehmen. Da vielleicht das, was auf dem Teller schon ist. Nur Käse, Schatz. Willst du nichts anderes drauf? Und nicht zu viel, ne? So, super. Okay. Okay, was willst du drauf machen? Guck, da drüben gibt es auch noch Schinken, wenn du möchtest. Yum, yum. Ja, das musst du drauf lassen, Jamie. Nett. So, auch Soße drauf? Schinken. Macht man immer auf Pizza. Schinken, ja klar. Bisschen. Ach, nur so eine kleine Pizza. Mhm. Cool. Hey, wo ist denn jetzt der Löffel? Ach ja, warte, genau, müssen wir erstmal verteilen. Aber Mama, ich möchte Schinken. Ja, dann holen wir dir ein bisschen Schinken. Ein bisschen Salami natürlich. Genau. Auf jede Pizza. So. Auf jeder Pizza ein bisschen Salami. Ja, wenn man es möchte. Gell? So, wollt ihr eine oder zwei machen? Schon zwei, oder?
von einer Welt, die Netz hat. Genau, wir haben ja genug. Also. So, magst du noch was drauf? Ja. Was? Es gibt Zwiebel, es gibt Pilze, Mais. Bist du fertig mit deiner Pizza, Jamie? Dann kannst du schon reintun, wenn du möchtest. Ja. Nicht zu viel, Schatz. Nicht zu viel, da passt gar nicht so viel drauf. Ey, so ein ähnliches haben wir. Kannst du reintun, wo du möchtest. Merk dir halt, wo du deins reintust. Ich tue es direkt hier rein. Okay. Super, Finn. Gut, passt. Jetzt müssen wir warten. So, Finn. Magst du noch was drauf oder war es das jetzt? Kann ich ein paar Oliven essen so? Warte, ich mach's gleich auf. Okay? So. Dann darf der Finn es jetzt nämlich auch reintun, aber nicht dahin fassen. Das ist ganz heiß, gell? Nur hier am Griff. Soll ich es reintun? Mach jetzt schon. Oder möchtest du selber? Mach's ganz vorsichtig, dass es nicht runterfällt. Ja. Super. Perfekt. Gut. Jetzt könnt ihr euch alle beide noch eins machen. Ja, hier habe ich meine Pizza. Und die schmeckt mega lecker. Mir ist vorhin nur ein doofes kleines Missgeschick passiert. Und zwar habe ich reingeschaut und dachte, oha, noch nicht mal der Käse ist irgendwie geschmolzen. Und das nach 10 Minuten. Fand ich komisch. Guck nach weiteren 10 Minuten nochmal rein. Aber ein bisschen warm war es irgendwie. Das rote Lämpchen hier hat auch nicht geleuchtet. Das hier. Und dann ist mir schon aufgefallen, dass ich das noch nicht mal richtig eingesteckt habe. Ja. Genau, jetzt habe ich es richtig eingesteckt. Jetzt geht's schnell. Es schmeckt mega lecker. Es sind einfach wie so Piccolini-Dinger. Und ja, ich finde einfach, das ist eine richtig coole Idee, wenn man sich mal so durchprobieren will. Ich bin zum Beispiel so der Salami-Schinken-Champignon-Typ und habe mich nie getraut, was anderes zu machen. Aber eine Pizza habe ich jetzt mit Shrimps belegt und Thunfisch noch mit drauf. Das ist eine richtige Meeresfrüchte-Pizza. Und die schmeckt wirklich mega lecker, ey. Also ich glaube, sowas kann ich da auch mal bei der Pizzeria essen. Ja, und leider ist vorhin ein kleines Unglück passiert. Finns Cousine ist von der Schaukel gefallen, hat sich hier unten aufgeschlagen und das war eine richtige Platzwunde. Also mussten sie natürlich ganz schnell ins Krankenhaus. Und deswegen habe ich das jetzt mal alleine gemacht mit den Kindern. Deswegen seht ihr die auch nicht. Und es ist ein bisschen schwer, das einfach zu filmen. Ja, wenn natürlich nur ich da bin und die Kinder können das noch nicht so halten. Ja, auf jeden Fall total cool. Voll die Alternative zu Raclette. Und ja, ich lasse mir das jetzt mal schmecken. Mal schauen, ob heute noch was passiert. So ihr Lieben, wie ihr an meinem Gesicht seht, ist es Nacht. Denn da passiert es, dass mein Make-up einfach weg ist. Ja, also die sind jetzt nach Hause gefahren. Bis auf Finns Cousin hat eigentlich keiner wirklich noch was gegessen, denn es war dann schon ziemlich spät und wartet halt ein bisschen länger immer in der Notaufnahme. Ne? Genau, und der Kleinen geht es auch gut. Sie wurde genäht, sie hat eine Betäubungsspritze bekommen und sie meint jetzt auch, dass es nicht mehr so weh tut, wahrscheinlich halt, weil es betäubt ist. Und ja, ja, sowas passiert eben. Ne? Ach genau, wegen dem Video zu meinem Jobwechsel. Ich möchte das hinter einem schönen Hintergrund machen und deswegen kann es ein bisschen dauern noch. Wir machen jetzt auch nicht mehr viel. Ich werde mich jetzt abschminken und ich dachte, ich rede noch mit euch, solange ich noch ein bisschen ein paar Spuren Make-up auf meinem Gesicht habe. Und ein paar haben gefragt, wie wir jetzt das Kätzchen genannt haben und wir haben es Bailey genannt. Der Vorschlag kam ganz oft auch von euch und wir fanden, dass es gut zu Barney passt. Und ja, es passt auch zu ihm, weil wenn man jetzt mal an das alkoholische Getränk denkt. Baileys hat auf jeden Fall die gleiche Farbe. Und ja, es passt einfach. Also nochmal vielen Dank für eure Vorschläge. Da war wirklich viel Süßes dabei. Gute Idee. Der Paddy hat gerade gemeint, wegen meinem Jobwechsel, da dieses Video noch nicht abgedreht ist, kann ich da noch was machen. Und zwar wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht irgendwelche Fragen habt wegen dem Jobwechsel. Und die könnt ihr mir dann gerne in die Kommentare schreiben und dann werde ich die natürlich auch in dem Video beantworten. Genau. Und jetzt geht's für mich ins Bett. Ich bin mega fertig und irgendwie habe ich zu viel gegessen. Mir ist schlecht. Ich glaube, 4 so Dinge habe ich gegessen.
Also 4 so Piccolini-Dinger und oh mein Gott, die stopfen. Ja. Genau, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Nacht, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und bis bald. Ciao.